Hallo und recht herzlich willkommen zur LändeTV Fußballshow, präsentiert vom Vorarlberger Fußballverband. In dieser Woche mit zwei Spielen, beide aus der Vorarlbergliga. Starten werden wir mit dem Vorderlandsderby. Rot-Weiß Rankweil traf dabei auf der Gastra auf die Nachbarn des SC Rüthis. Fußball wird Ihnen präsentiert von Admiral. Spannendes Duell in der Vorarlbergliga. Der FC Rot-Weiß Rankweil empfing auf einer gut gefüllten Gastra den SC Rüthis. Und die Hausherren in Weiß spielend kamen in der 7. Spielminute zur ersten guten Chance mit einem Freistoß, der Schuss aber gut pariert vom Rüthis-Schlussmann. Die Partie nahm ihren Lauf und vor allem die Rankler drückten nach vorne. In der 19. Minute dann diese Aktion, das Leder landet bei Adem Kum und der macht das ausgezeichnet und locht ein zur 1:0 Führung für Rot-Weiß Rankweil. Die erste richtig große Chance für die Gäste aus Rüthis folgte dann erst in der 30. Minute. Ein langer Ball auf die linke Seite, schwerer Fehler in der Rankler Abwehr. Der SC Rüthis konnte die Chance aber nicht verwerten. Nur eine Minute später die nächste Großchance für Adem Kum. Es blieb aber bei der 1:0 Führung. In der 34. Minute dann wieder die Rankler gefährlich vor dem Tor. Rüthis Goalie Mendes aber auch dieses Mal zur Stelle. Dann jubelten die Rankler-Fans auf der Gastra bereits, Mendes mit einer Unsicherheit, Adem Kum aber im Abseits. Kurz vor der Pause kamen dann die Gäste aus Rüthis in Fahrt. Einwurf von rechts, der erste Schuss noch ungefährlich, der Nachschuss aus vollem Lauf, dann aber ebenfalls ohne Erfolg. Die erste Halbzeit war aber noch nicht vorbei. Nochmals die Gäste, hoher Ball in den Strafraum, der Schuss dann aber knapp am Kasten vorbei. Es ging mit der 1:0 Führung für Rankweil in die Pause. In der zweiten Halbzeit starteten die Gäste aus Rüthis besser. 54. Minute, Clemens Fritz steht völlig frei im Strafraum und muss den Ball nur noch ins Tor schieben. 1:1 Ausgleich auf der Gastra. Nur kurze Zeit später wieder Rüthis gefährlich vor dem Rankler-Tor, Goalie Beuys aber zur Stelle. Es geht in die 62. Minute, ein schneller Konter der Rankweiler, Pose legt auf für Kum, der verstolpert aber und es bleibt beim 1:1. Dann jubelten die Rötner-Fans bereits, Flanke und ein Traumschuss von der linken Seite, der Schiedsrichter entscheidet aber auch diesmal auf Abseits. Wieder Sommer dann, nur wenig später von der linken Seite, auch dieses Mal rollt das Leder aber knapp am Tor vorbei. Wir schauen in die 70. Minute. Adem Kum nimmt sich ein Herz und versucht es alleine. Er kommt bis vors Tor, der Schuss dann aber klar neben dem Kasten. Es ging weiter Schlag auf Schlag, wieder Rüthis mit der Chance zur Führung. Wieder findet der Ball den Weg ins Tor, aber nicht. Dann wieder die Heimmannschaft. Hoher Ball in den Strafraum, per Kopf aufgelegt. Und der eingewechselte Vidovic zieht ab. Es steht 2:1 für Rot-Weiß Rankweil. Die Spieler jubelten. Bis in die Nachspielzeit blieb es dann noch spannend, letzte Aktion im Spiel. Eckball für Rüthis, die Rankler Abwehr bringt den Ball nicht weg und Fabian Pirold schaffte die Sensation. Ausgleich in letzter Sekunde für Rüthis, das Spiel endet somit 2:2 unentschieden. Es ist natürlich auch am Gegner gelegen. Also es hat in diesem Spiel immer Abschnitt gegeben, wo einmal Rankweil und einmal Rüthis Phasen gehabt hat, wo man überlegen war und wir sind dann relativ, ich möchte nicht sagen glücklich, aber vom Spielverlauf her in der Situation glücklich in Führung gegangen. Brachten das in der Halbzeit, aber die zweite Halbzeit, wie gesagt, sind wir ein bisschen zu weit weggestanden vom Gegner und haben dem Gegner natürlich viele Möglichkeiten gegeben in Abschluss. Und dadurch ist auch das 1:1 gefallen. Aber nichtsdestotrotz, wir sind wieder zurückgekommen ins Spiel, haben auch gute Konterchancen gehabt, machen das 2:1 in einer wichtigen Phase im Spiel. Und das ist natürlich bitter, wenn man in der 93. noch hat, so, solche Art den Ausgleich bekommt. Aber so ist ja über Fußball. Natürlich, auf der jetzigen Situation ist auch der Punkt für uns im Derby sehr, sehr wichtig gewesen. Natürlich hätten wir gerne einen Dreier eingefahren. Es war halt das Glück nicht auf unserer Seite. Aber wenn wir so weiterspielen, glaube ich auch, dass wir in Zukunft unsere Punkte machen und den Ligaerhalt erarbeiten werden. Zu
2:2 unentschieden also im Vorderland-Derby zwischen Rot-Weiß Rankweil und dem SC Rötis. Wir wechseln nun ins Vallberger Unterland, genauer gesagt an den Bodensee. Dort traf der SC Fußach auf Rezia Bludenz. Die Sportanlage Möse in Fußach war gut besucht. Die in Weiß spielten Gäste aus Bludenz zu Beginn der Partie besser im Spiel. Die Rezia nach knapp 5 Minuten auch mit der ersten Chance. Christea beim Freistoß, Huela per Kopf, der Ball aber klar drüber. Die Wallgauer blieben am Drücker. Nach der Balleroberung ging es plötzlich ganz schnell. Der letzte Pass wollte aber vorerst nicht gelingen. Ähnlich die Situation bei den Hausherren des SC Fußach. Auch hier wurde versucht, schnell in die Spitze zu spielen, das Anspiel aber oft zu ungenau. Die Partie war weiter eine offene Angelegenheit. Beide Mannschaften versuchten nach vorne zu spielen. Bice hier mit dem Pass auf Stojadinovic, sein Abschluss aber zu schwach. Nun wieder die Gastgeber. Fußach biss sich an der Strafraumgrenze fest. Duru mit der Flanke, Brückler behauptete die Kugel, auch sein Abschluss aber keine Gefahr für die Gäste aus Bludenz. Fußach nun aber besser im Spiel, wieder setzte sich die Graber 11 gut durch. Duru probierte es aus rund 20 Metern, sein Geschoss aber knapp vorbei, es blieb beim 0:0. Die Antwort der Rezia, ein schneller Angriff über die rechte Seite. Stojadinovic schlussendlich mit der Maßflanke, Bice war da, köpfte aber knapp vorbei. Die Partie blieb weiter offen, nun waren die Fußacher wieder gefährlich. Özjurek mit dem Zuckerpass in die Tiefe, Brückler alleine vor Gras, aber der Bludenskeeper hatte seine Hände entscheidend dazwischen. Wieder keine Tore also in Fußach, kurz vor der Pause aber die nächste Großchance. Bludenz im Angriff, Bice legte quer, Stojadinovic drückte ab, Karakas rettete aber in höchster Not. Rein in die zweite Halbzeit, hier zunächst wieder die Gäste am Drücker. Von Brühl brachte den Freistoß in den Strafraum. Die Fußacher Abwehr brachte den Ball nicht weg. Bludenz kam immer wieder zu Schüssen. Schlussendlich schoss aber Bice vorbei. Schuss vertan also und etwas mehr als nach einer Stunde diese Szene, da waren die Fußacher erneut im Angriff. Duru gewann das Kopfballduell. Brückler, Mutterseelen alleine, der Fußacher ließ sich nicht beirren, lief einige Meter, drückte ab und brachte die Hausherren in Führung. Noch blieb aber jede Menge Zeit, die Partie verflachte allerdings ein wenig, Chancen nun Mangelware. Die beste Szene hatte hier noch Stojadinovic, der aber am Tor vorbeischoss. Fußach meist bei Standards gefährlich, in der 73. Minute dieser Eckball. Karakas tankte sich durch, köpfte den Ball in Richtung Tor, das Leder fand aber nur den Weg an den Pfosten. Glück also für die Gäste aus Bludenz. Die Rezia hatte ihrerseits kurz vor Schluss die letzte Möglichkeit, Christea mit der Flanke von der rechten Seite, Ganal verlängerte und Huela trifft am langen Eck zum vielumjubelten Ausgleich, 1:1 also auf der Sportanlage Müs in Fußach, dies war gleichzeitig auch der Endstand. Wir wollten nur mit dem Dreier daheim holen, einen Sieg holen, weil die anderen auch gepatzt haben. Aber im solchen Fußball, wir hätten die mehr Chancen zum 2:0 machen, dann kassieren in der letzten Minute das 1:1. Die erste Halbzeit waren wir in meinen Augen klar besser als die Bludenz, aber zweite Halbzeit ist Bludenz richtig gut ins Spiel gekommen und ja, 1:1 ist verdient. Sehr, sehr enttäuschend, wenn man bedenkt, was für finanzielle Möglichkeiten Bludenz, Rezia, Vorenburger als Hauptsponsor hat. Sehr enttäuschend, wenn man bedenkt, was das bei uns eigentlich 3 oder 4 Stammspieler gefällt haben, auf jeden Fall. Wenn man bedenkt, wie viele Chancen Bludenz eigentlich im ganzen Spiel wirklich effektiv gehabt hat, sehr enttäuschend. Aber als Aufsteiger, momentane Tabellensituation, sehr hervorragend. Die letzten Jahre waren ja sehr hervorragend, da würde ich sagen, aus Sicht vom FC Fußach. Zweimal aufgestiegen, einmal im Cupfinale. Was kann eigentlich noch kommen? Was noch kommen kann, einfach finanziell auf gesunden Füßen stehen und noch mehr Sponsoren mobilisieren und als Sponsor für den SC Fußach zu gewinnen. Wobei ich noch betonen möchte, als kleiner SC Fußach, wenn man bedenkt, die Einwohnerzahl von Fußach 3.798,5. Der 0,5 wird heute geboren. Im Bregenz ist das wirklich sensationell, was wir mit dem kleinen SC Fußach die letzten 2 bis 3 Jahre wirklich im Vorarlberger Amateurfußball erreicht haben. Musik
Auch auf der Sportanlage Möss in Fußach gab es an diesem Wochenende also keinen Sieger. Die Tabelle der Vorarlbergliga nach 16 Spieltagen führt der FC Höchst mit 30 Punkten, auf Platz 4 Fußach mit 27 Zählern, auf Rang 5 Bludenz mit 25 Punkten, auf Platz 8 Röthis mit 23 Zählern und auf Rang 10 Rankweil mit 18 Punkten. Das war's schon wieder für diese Woche von der LändeTV Fußballshow, präsentiert vom Vorarlberger Fußballverband. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten. Bis dann. Fußball wird Ihnen präsentiert von Admiral.